Ich sag mal, eine Tour des guten Alterns ist wie eine Konferenz auf Rädern. Mit den KollegInnen mal Fahrrad fahren und campen gehen, finde ich auf jeden Fall auch ein tolles Experiment an sich. Ich bin Jahrgang 64, das ist in West- und Ostdeutschland der geburtenreichste Jahrgang. Wenn wir mal pflegebedürftig sind, dann funktioniert das System, so wie es jetzt läuft, überhaupt gar nicht mehr. Weil viel zu viele pflegebedürftige Menschen auf viel zu wenige Pflegende kommen werden. Und wir müssen neue Modelle finden, wie wir alt werden können. Ich glaube, gerade weil wir in einer Region unterwegs sind, die eben ein sehr hohes Durchschnittsalter hat, wo viele ältere Menschen weit weg von Infrastruktur auch leben und dann dabei in großen Häusern leben, ist hier der Bedarf einfach noch höher als in der Stadt, wo irgendwie ja, Infrastrukturnetzwerke einfach enger gestrickt sind. Also die Tour des guten Alterns ist für uns Teil unserer Erschließung des Forschungsfeldes im Landkreis Oder-Spree, um überhaupt erstmal Beziehungen aufzubauen zu Akteuren, auch uns selbst mit unserer Forschung sichtbar zu machen, einfach niedrigschwellig an die Orte zu kommen, wo Menschen Projekte machen und sie auch in ihrem Umfeld zu erleben. Und wir wollen möglichst viele Initiativen im Landkreis besuchen und deswegen ist hier irgendwie eine möglichst schöne Route von Ost nach West. Und jetzt ist die Idee, dass wir einfach drin zusammen essen, wir vielleicht auch noch mal von uns ein bisschen was vorstellen, aber hauptsächlich wollen wir natürlich wissen, was in Beeskow so los ist, was ihre Vereine genau machen. Hallo. Hallo. Wir haben einen tollen Seniorenverein getroffen, die jungen Alten und die ehemalige Bürgermeisterin von dem Lixdorf, die ganz viel erzählen konnte. Das, was wir heute erlebt haben mit dem Roland von Bumerang e.V., der ja dort in Beeskow schon krasse Sachen erreicht hat für die alten Menschen. Wir sind der einzige Pflegedienst, der ja keine Personalsorgung hat, weil sich die Leute bei uns bewerben. Ich habe mir das Altenheim angeguckt, wo mein Vater drin war und habe gesagt, so kann das nicht sein. In den Wohngruppen haben wir einen Betreuungsschlüssel von 4:1. In einem Altenheim hatte mein Vater einen Betreuungsschlüssel von 36:1,5. Brauche ich ja nicht weiter sagen, was da passiert ist. Ne? Ich möchte einfach, dass die Leute eine vernünftige Lebensqualität haben. Wir haben oben die Wohngruppe drin, wir haben hier unten die Tagespflege drin, wir haben in den letzten 2 Jahren dieses Haus gebaut, das sind 10 BE, also 10 Wohnungen. Das ist alles völlig eigenständig wohnen, aber sie können natürlich einkaufen, sie können hier anfragen, wenn sie eine Fahrt haben, dann ist der Fahrdienst mit auf dem Hof. Wir haben, wie gesagt, die Ärzte mit auf dem Hof. Für mich war das ein völlig neuer Eindruck, welche Chancen, Möglichkeiten gibt es jetzt auch in Zukunft und wo muss man nun investieren. Die Zusammenkunft heute hat eigentlich gezeigt, dass viele tatkräftig daran arbeiten, doch für diese ältere Generation das Leben besser und schöner zu gestalten. Es gibt infrastrukturell sehr viele Barrieren und Herausforderungen, auf dem Land alt zu werden. Und ich wünsche, dass Sie das Gefühl haben, dass selbst mit diesen großen Transformationen und diesen großen Änderungen, die Unsicherheit verursachen, dass Sie dann auch dabei das Gefühl haben, das gestalten können und da mitmachen können und nicht davon bedroht und überwältigt fühlen müssen. Was ist das andere oder das Neue? Wie geht ihr ran? Naja, wir gehen eben so ran, dass wir die Menschen, die es betrifft, mit einbeziehen in unsere Überlegungen und in die Forschung und passgenaue Lösungen finden, die zu den Menschen passen. In Gemeinschaft Konzepte umzusetzen für gemeinschaftliches Wohnen, wie wir uns gemeinsam Pflege organisieren können und so weiter.